Hallo, in diesem Video zeige ich dir alle blauen XP-Münzen, alle blauen EP-Münzen in Fortnite Season 4 von Woche 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Insgesamt 21 XP-Münzen. Wenn du das feierst, lass auf jeden Fall schon mal einen Daumen hoch da, kostenlos Abo und mach die Glocke an, damit du nichts verpasst. Ich habe auch Videos zu allen blauen, allen lila und allen grünen EP-Münzen online bei mir auf dem Kanal. Die erste blaue Münze haben wir hier. Da holen wir uns auch, glaube ich, einen Hubschrauber. Leute, holt euch einen Hubschrauber, ganz ehrlich. Es sind 21 EP-Münzen. Ihr könnt vergessen, das Ganze einfach mal jede Runde zu machen. Ich habe ein Video aufgenommen, wo ich einfach nur jedes Mal zu einer Münze geflogen bin. Das hat über eine Stunde gedauert. Da werdet ihr wahnsinnig, ne? Und wir sind jetzt, wie gesagt, hier bei diesem Haus. Da kriegt man auch gleich einen Hubschrauber. Würde ich euch empfehlen, da zu landen. Ich zeige es euch nochmal auf der Karte. Und jetzt muss ich gerade selber mal kurz gucken. Die blaue Münze ist genau hier unter dem Koffer. Ja. Und da haben wir die erste blaue EP-Münze, Leute. Die ist hier. Ja. Ich markiere es euch nochmal auf der Karte. Guckt es euch an. Und dann geht ihr weiter zum Hubschrauber. Macht es mit einem Hubschrauber. Ganz ehrlich, macht es nicht, dass ihr jedes Mal hinfliegt. Ihr wisst eh nicht mehr, welche Münzen ihr schon habt. Ja, welche ihr noch braucht. Sondern kommt einfach hierher zum Hubschrauber und fliegt dann mit denen los. Und ich mache das gleich jetzt auch und zeige euch jetzt alle Münzen. So Leute, wir fliegen mit dem Hubschrauber direkt nach Holy Hedges. Wir machen einen kleinen Umweg hier, fliegen jetzt erstmal nach Holy Hedges, weil hier ist direkt die nächste Münze. Die ist relativ easy einzusammeln, ja. Macht es am besten im Teams. Ihr geht einfach hier rein, ja, das ist hier die Tür. Ihr seht das Ding, wo die Truhe draußen ist. Ich zeige es euch gleich auch nochmal auf der Karte. Und hier haben wir direkt eine blaue Münze, Leute. Hier ist direkt die blaue Münze. Ich markiere es euch nochmal auf der Karte. Zack, da, blaue Münze einsammeln und weiter geht's. Leute, ganz kurze Unterbrechung, weil ich muss noch einen Skin verschenken. Und zwar an I'm Flexen. Vielen lieben Dank, dass du meine Videos guckst, likest und kommentierst und auch CreatorCode WODATV eingetragen hast. Wenn du auch einen Skin gewinnen willst, verlose 64 Fortnite Skins in Fortnite Season 4 in Woche 7, 8, 9, 10, gibt es noch jeweils 7 Skins zu gewinnen. Also sind noch genug Skins für alle da. Einfach Epic Games Namen unten in die Kommentare reinschreiben. Und wenn du das feierst, lass doch einfach einen Daumen hoch da. Kostenlos Abo und kostenlose Glocke. Dann bekommst du immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online kommt. Und jedes Video, was du guckst und kommentierst, ist eine Chance zu gewinnen. Ganz einfach, Leute. Und jetzt machen wir weiter mit den Münzen. So, Leute, wir sind auf dem Weg zur nächsten blauen Münze. Die ist hier bei Fortilla. Da wart ihr wahrscheinlich alle schon nicht mehr seit letzter Season oder so. Wir müssen nach da unten hin. Ich markiere es euch auf der Karte. Beziehungsweise, nee, sorry, ich habe mich verguckt. Ihr seht es eh schon am Schimmern hier, ne? Also das ist Fortilla. Kann man mittlerweile relativ einfach erkennen hier auf der Karte. So, zack. Und guckt her, ich zeige es euch gleich noch auf der anderen Seite. Ihr müsst hier runter, ne? Zack, zack. Und dann hier das blaue Ding kaputt kloppen. Hier, das Ding hier. Und ich zeige es euch jetzt auch nochmal hier. Wenn wir jetzt bei Fortilla sind, da unten, seht ihr das hier? Das ist das Gebäude hier. Und da ist die Münze, ja. Ich mache hier gerade den Super Mario. Also, ihr seht, ja, ist schwer zu zeigen, ne? Ihr seht einfach das Gebäude hier mit den Reifen, ne? Da müsst ihr einfach hin und dann die Münze einsammeln, ja? Ich bin jetzt da oben gelandet. Ich guck mal, ob ich euch irgendwie noch das anders zeigen kann. Guck mal, wenn ihr hier lang geht, ja? Hier, Fortilla, ja? Ihr seht quasi, hier ist dieser Platz. Dann einfach runter und hier hochbauen und dann habt ihr die Münze eingesammelt und wir fahren zur nächsten Münze. Beziehungsweise, ich zeig's euch nochmal ganz kurz auf der Karte, ne? Wir sind hier. Hier sind wir, ne? Also sorry, wenn ich das jetzt falsch gezeigt habe. Leute, wenn ihr Tipps habt, wie ich die Videos besser machen kann, schreibt mir die in die Kommentare rein, ja? Ihr seht da unten, hier unten drunter ist die blaue Münze. Da. Okay? Also ich zeig's nochmal da auf der Karte, okay? So. Sorry, ist ein bisschen matschig hier, aber weiter geht's. So Leute, die nächste blaue Münze ist hier bei Slurpee. Die kann man natürlich auch perfekt in der Gruppenkeile einsammeln, ne? Ich markiere es euch wieder auf der Karte. Da ist Slurpee Swamp, da sind wir gerade. Und man muss hier runter, ihr seht schon, es schimmert wieder, ne? Man muss hier dieses Metallding zerkloppen. So, das Ding hier, seht ihr das? Das ist auf der Karte, ich zoome nochmal raus. Ja, das Ding kaputt hauen und wir haben die blaue Münze gesammelt. So Leute, nächste blaue Münze und ihr seht, ich bin jetzt hier in einer normalen Runde und ich habe relativ schnell schon, weiß gar nicht, 4 oder 5 Münzen gerade gesammelt, ne? Nächste blaue Münze ist hier bei diesem Klärwerk, wie ich es nenne, ne? Da müsst ihr rein, ja, den unteren Eingang hier. Hier die Metalltür zerhacken und dann unter der Treppe, Mülleimer war es gewesen, ich dachte, das war die Packung. Genau, da habt ihr die blaue Münze, Leute. Hier, blaue Münze, nächste EP-Münze gesammelt, ja. Gibt wieder ordentlich EP und weiter geht's. Leute, nächste blaue EP-Münze bei Misty Meadows, ja. Ich flatter hier wieder rein, ich zeig's euch auf der Karte. Wir sind bei Misty Meadows und ich glaube, das war hier das Haus. Genau, das müsste das hier, ihr seht nicht nur das blaue Schimmer, ne. Das rote Haus hier, ganz außen, ihr müsst den Tresen zerhacken und dann kriegt ihr hier wieder die blaue EP-Münze. Und ich würde sagen, weiter geht's. Ja, ich zeige es euch auch nochmal auf der Karte. Da ist es gewesen, ne? Wenn ihr reinguckt,
Da ist die blaue Münze und weiter geht's. So, wenn ihr von Misty, wenn ihr Misty gewesen seid, könnt ihr hier direkt rüberfliegen zu dem Haus, ja. Dem kaputten Haus hier. Da ist die nächste blaue EP-Münze. Das ist eigentlich perfekt, um beide Münzen gleichzeitig zu sammeln. Ja, könnt ihr richtig gut kombinieren. Und zwar, jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen hier, hier reingehen und das ist hier um die Ecke der Müllhaufen, genau hier dieser Schrotthaufen, den einfach kaputt hacken und ihr habt die nächste blaue EP-Münze. Ich zeige es euch nochmal auf der Karte, ne? Da quasi, wenn ihr hierher kommt, ne? Seht ihr es? Das ist klar. Wenn ich zu schnell bin, schreibt mir das auch mal in die Kommentare. Ich bin halt PC-Spieler, ich kann halt so machen, ne? Wie gesagt, hier die blaue Münze, Leute, und weiter geht's. So Leute, nächste blaue EP-Münze ist hier bei Catty Corner. Könnt ihr natürlich auch direkt hier landen und hier anfangen, weil hier habt ihr auch wieder direkt einen Hubschrauber. Ja, ich würde euch empfehlen, macht's aber mit einem Hubschrauber. Vergesst es, geht einfach eine Runde, wo ihr einfach sagt, hey, ich nehme mir jetzt mal 10 Minuten, um die ganzen XP-Coins zu machen, um die XP zu sammeln, ja. Ihr kriegt ja nicht nur die XP von den blauen Münzen, sondern auch die Stempelkarten-XP. Und jetzt müssen wir hier einfach mal die Decke kaputt hauen hier, das Dach. Und da haben wir dann auch wieder eine blaue EP-Münze. Wobei, ne, die ist unten drin, sorry. So, und zwar war die, ich höre sie schon wieder, welche ist denn das hier, wo ist denn die? Ah, hier, die Dingsbums hier, die Kommode. So Leute, da haben wir wieder die nächste blaue EP-Münze, ich markiere es euch nochmal auf der Karte, ne. Und wie gesagt, ihr könnt theoretisch auch hier anfangen, ihr könnt hier landen, holt euch die blaue EP-Münze und dann fliegt mit dem Hubschrauber. Wenn die Zone so bei euch liegt, dann macht ihr das einfach so. So Leute, nächste blaue EP-Münze ist bei Retail Row. Wie gesagt, ich würde mich sehr bedanken, wenn ihr einfach einen Daumen hoch da lasst, Abo und Glocke dafür, dass ich mir hier wirklich den Arsch aufgerissen habe und nochmal alle Münzen zeige, ja. Habe ich ja eh schon Videos zu allen online. So, also, jetzt sind wir hier bei Retail Row. Ich markiere es euch wieder auf der Karte. Da sind wir. Und wir müssen hier rein, wo der blaue Kasten ist und hier den Zwerg, glaube ich, kaputt kloppen. Genau, den Zwerg kaputt machen und wir haben wieder eine blaue Epi-Münze gesammelt. Und wir gehen wieder zurück zum Hubschrauber. Ich markiere es euch nochmal auf der Karte. Da war es gewesen. Ihr seht, da wo der blaue Stromkasten ist, reingehen und weiter geht's, Leute. Bis zur nächsten blauen Münze. So Leute, nächste blaue Münze ist hier beim Lake Kanoe, ja, beim Kano Lake, beim Kano See. Und jetzt muss ich gerade selber nochmal gucken, wo die war. Ich glaube, wenn man reingeht, genau, das blaue Boot muss man, glaube ich, kaputt machen, das blaue Kanu. So, wir gehen wieder rein, ja, hier ist das blaue Kanu, ich zeige es euch gleich nochmal auf der Karte, das kaputt hacken, ja. Ihr kennt eh alle Lake Kanu, da waren eh schon 1000 Aufgaben von wegen, sei hier, Angel hier oder irgend sowas, ne. Also das ist das Haus hier, ja, das Haus hier, was ihr auf der Karte seht. Da einfach reingehen, ich glaube, Mats, ja, sehr schön. So, und dann hier rechts rein habt ihr die blaue Münze, einmal das blaue Kanu zerhacken und weiter geht's. So Leute, letzte blaue Münze, die wir in der Runde schaffen werden, ich werde danach eine neue Runde gehen müssen, ist hier bei der grünen Brücke. Ja, es ist wieder der blaue, das ist diesmal der blaue Stromkasten, ihr seht das hier auch wieder, ne? Blauer Stromkasten, ich zeige es euch nochmal auf der Karte, hier blaue Stromkasten, einfach zerhacken und ihr habt wieder eine blaue Münze und wieder ordentlich XP gesammelt. So Leute, ich habe mal durchgerechnet, die 21 XP-Münzen, die blauen XP-Münzen von Woche 1, Woche 2, Woche 3, Woche 4, Woche 5, Woche 6, 7, Woche 7 geben insgesamt 136.500 XP. Und mit der Stempelkarte muss ich nochmal gucken, ihr bekommt auch noch für die Stempelkarten XP, das heißt, ich denke mindestens 30, wenn nicht sogar 45.000, also knapp 200.000 XP nur für die Stempelkarten, für die blauen Münzen hier. Und jetzt sammeln wir mal die weiteren XP-Münzen ein. So Leute, wir sind jetzt hier beim Campingplatz von Weeping Woods und ich glaube, das war der Campingwagen hier rechts oder der linke. Ah, welcher macht den Ton? Ja, ich glaube, es ist der linke gewesen. Den dann einfach zerhacken und da habt ihr auch wieder die Münze. Ne? Ihr seht quasi, da ist die blaue XP-Münze hier bei dem Campingwagen, war doch der untere, die wieder einsammeln und weiter geht's. So Leute, nächste blaue EP-Münze ist hier am Strand, ja, hier ist noch eine grüne übrigens, falls euch die auch noch fehlt, und zwar hier, ja, ich zeige es euch auf der Karte, links von Sweaty, und jetzt muss ich gerade selber nochmal kurz gucken, wo die war, ich glaube die, ah ja, hier drin irgendwie, ne, warte mal, hier die Box, oben, ne, oben die Box, genau, oben die Box kaputt hauen, Leute, und dann habt ihr die blaue EP-Münze, ja, hier ist sie, ich zeige es euch nochmal auf der Karte, wenn ich hier mal reingezoomt bekomme. So, zack, da ist die Münze, Leute, die einsammeln und weiter geht's. Leute, die nächste blaue EP-Münze ist hier bei Sweaty Sands. Ja, ihr seht hier den Pier. Das ist der Holzsteg hier, das nennt sich Pier. Und dann müsst ihr, jetzt muss ich kurz gucken, beim Taco-Laden links. Zack, hier seht ihr den Taco-Laden. Ja, das ist der Taco-Laden. Da links vorbei in den, ja, wie sagt man denn hier, Allee halt, ne? Und den Zwerg kaputt kloppen hier. Den Zwerg kaputt machen, Leute. Immer auf die Zwerge, immer auf die Kleinen, so muss das sein. Und einsammeln hier. Ich sag, markiere es euch auf der Karte. Da ist es ja links vom, beziehungsweise rechts vom Pier, wenn ihr vorm Pier steht, neben der Mülltonne,
den Zwerg kaputt hauen. Ich zeig's euch nochmal hier. Hier ist der Taco-Laden, ne? Steht Pet Tacos dran. Und weiter geht's, nächste Münze sammeln. So Leute, nächste XP-Münze beim Leuchtturm, den kennt ihr alle, das ist hier oben, ja. Ich markiere es nochmal auf der Karte. Ich muss jetzt mal ganz schnell hier die Münze einsammeln, bevor hier die Zone kommt, ja. Und zwar, hier, pass auf, die steigt aus, ne, Leuchtturm ist ganz oben, ne, kennt ihr alle, Leute, ist hier oben. Hier ist übrigens auch noch eine geheime Herausforderung, da unten, wenn ihr da runter geht, könnt ihr euch nochmal ein Video zu angucken, gibt aber eine geheime Herausforderung, BrutaTV. Und ihr seht schon wieder das blaue Leuchten, ne, man hat auch den Ton gehört, da ist die blaue Münze, einfach wieder einsammeln und weiter geht's. Leute, nächste blaue Münze beim Campingplatz hier bei, oder was ist denn das, Campingplatz? Ja, keine Ahnung, beim Plumpsklo hier bei Doom's Domain, bzw. Pleasant Park, ja, da einfach wieder landen. Hier blaue EP-Münze holen, ja, die ist hier. Ich markiere sie nochmal auf der Karte, zeige es euch nochmal. Und ihr müsst den Grill da kaputt kloppen, ne? Ihr seht jetzt wieder, es leuchtet blau, ne? Ihr kennt an dem blauen Leuchten und auch an dem Ton, könnt ihr euch orientieren und hören, wo ist eigentlich hier die Münze. So, Münze einsammeln, Leute, und weiter geht's. Ihr seht, wir haben wieder richtig viele Münzen eingesammelt hier diese Runde. Deswegen, ich habe es euch jetzt ein paar Mal gesagt, macht es mit dem Hubschrauber. Fliegt einmal mit dem Hubschrauber alle Orte ab. Guckt, wo habe ich die Münze eventuell nicht, weil ihr wisst eh nicht mehr, wo ihr die Münze gesammelt habt, ne? Gerade wenn ihr auf mehreren Accounts spielt, ihr habt keine Ahnung mehr, wo ist welche Münze gewesen. Fliegt einfach alle Orte ab, guckt das Video von vorne hinten, lasst das nebenher auf dem Handy laufen und fliegt die Orte ab und sammelt euch die Münzen, Leute. Holt euch die Münzen und dann könnt ihr ganz easy euch die EP sichern und schneller leveln in Fortnite. So, letzte Münze, die ich jetzt hier am Rand schaffe. Eine ist noch ein Steamy, die schaffe ich erst, die kann ich, muss ich noch eine neue Runde reingehen. Und zwar hier bei Craggy Cliffs. Ja, ich lande mal ganz schnell. Ihr seht, da bin ich hier, ne? Ich markiere es euch gleich nochmal auf der Karte. Und zwar müssen wir hier, ich glaube, die Box kaputt loppen, ne? Genau, die Box ist es gewesen, ne? Ich markiere es euch nochmal auf der Karte. Hier, das Haus, ne? Bei Craggy Cliffs ganz oben jetzt hier am Rand der Zone bei mir. Und wie gesagt, da reinlaufen, Metalltür kaputt hauen. Und direkt die Box kaputt kloppen auf dem Förderband oder dem, weiß nicht, was sagt man denn, Bearbeitungsband? Keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Und dann sammeln wir direkt die nächsten Münzen ein. So Leute, wir haben die nächste Münze hier. Und die ist hier beim See, beim Herzsee heißt das Ding übrigens. Von, dem neuen Ort hier, den ich eigentlich ganz nice finde. Da in der Hütte, in dem Haus, ja, einfach reinlaufen. Ja, seht quasi, da ist der See, wir gucken hier Richtung See, gehen rein und die Vase zerhacken und wir haben wieder eine blaue EP-Münze gesammelt, Leute, wieder eine EP-Münze mehr und weiter geht's. So Leute, zwei Münzen haben wir noch und zwar eine bei The Authority, wo wir gerade hinfliegen und dann noch eine bei Steamy Stacks. Wenn ihr sagt, hey Wotat, vielen lieben Dank, dass du uns zeigst, wo die ganzen Münzen sind, würde ich mich natürlich sehr freuen über einen Daumen hoch, kostenloses Abo und die Glocke. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken hier, wo ich hin muss. Und zwar, ich glaube, es war hier, wenn ihr an der Seite runter geht. Gucken wir mal kurz. Ja, genau, Leute, ich hab's richtig in Erinnerung gehabt. Ja, das ist der Vorteil, wenn man die Leaks noch selber macht, Leute. Ihr wisst ja, ich leak die Münzen jede Woche. Dann weiß man wenigstens noch selber, wo die verdammten Münzen sind. Nicht so wie andere YouTuber, die einfach nur mal kurz 5 Minuten bei mir gucken und bei anderen Leakern, wo ist das? Und machen dann halt ein fettes Video und 10.000, 20.000, 30.000 Klicks. Ich nenne jetzt mal keine Namen, aber ihr wisst ja selbst, wer das ist. Seht ihr ja immer, wer die Videos als erstes draußen hat und wer die Videos nicht als erstes draußen hat. Also hier nochmal, wie gesagt, ihr seht, das ist Authority, ne? Also Hubschrauberlandeplatz hier. Da ist die Klimaanlage gewesen, da einfach runterbauen, wo ich das Holzding habe. Ich zeige es euch auch nochmal auf der Karte. Und eine Münze haben wir noch, Leute, eine Münze haben wir noch. Ich gehe jetzt hier nochmal in eine Runde rein, um euch die letzte Münze zu zeigen. So, Leute, die letzte blaue EP-Münze sammeln wir jetzt ein. Die ist hier bei Steamy Stacks. Wie gesagt, würde mich sehr freuen über alle, die ein Like da lassen, kostenlos Abo und kostenlos die Glocke anmachen. Kostet euch nichts und ihr kriegt hier mal die tollsten, besten Videos. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr öfter vorbeischaut. Wir müssen hier nach Steamy Stacks. Ja, fragt doch Creator-Code WotaTV ein, wenn ihr mich supporten wollt. Da oben müssen wir hin. So, zack, da hin, hier rein. Die Truhe kaputt hacken. Und wir haben die letzte blaue Münze. Ja, Leute, das waren alle Münzen von Fortnite Season 4, Woche 1, Woche 2, Woche 3, Woche 4, Woche 5, Woche 6, Woche 7. Ja, das war's. Und Woche 8 habe ich auch schon da. Kann ich euch gerne leaken, wenn ihr wollt, dass ich die Woche 8 Münzen schon mal leaken soll. Dann schreibt es unten in die Kommentare rein. Denkt dran, euren Epic Games Namen reinzuschreiben. Dann kriegt ihr eine. Ein Skin mit ein bisschen Glück oder ihr schreibt einen Battle Pass, dann schreibt auch einfach in die Kommentare, dass du lieber einen Battle Pass hättest. So, also das waren alle Münzen, 21 XP-Münzen, gibt ordentlich XP. Leute, ich hoffe, ich habe euch geholfen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss.